Was kann es denn Besseres geben als einen schönen, geilen RGB-Kamin im Winter? Richtig, der Eiskaktus, der wieder zurück ist. Das Comeback des Eiskaktuses. Von Amosa, leider nicht von Holster. Und zu dem Tabak kommen wir auch sofort, aber jetzt gibt's erstmal einen 30 Sekunden Kopfbau. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Kaif ist doch wirklich eine ultra schöne Pfeife, oder? Guck mal, und das mache ich ja alles handheld, ohne Gimbal, Mimbel, was da los? Und da war ich doch letztens unterwegs und habe mir den hier geholt, den Ice, den Crazy Kaktus von Amosa. Und der ist meines Erachtens nach besser als der normale Eiskaktus von Holster von damals. Der hat sich ja aufgrund der neuen Richtlinien verändert. Leider nicht mehr so, dass ich den rauchen kann. F in den Chat dafür. Und ich habe noch die ein oder andere Sorte von Amosa mehr. Und ich habe bis jetzt einige von denen getestet. Wenn ihr mal wollt, dass ich mehr davon droppe, lasst gerne eine Bewertung da oder auch einen Kommentar mit mindestens 3 Wörtern für den Algorithmus. Ich habe hier eine kleine Fensteröffnung und da kommt eine Wespe durch. Willst du mich rollen? Dein Ernst? Ist mein Parfum wenigstens gut? Was nehmen wir denn heute? Das hier? Oder das hier? Komm, wir nehmen heute mal das hier. Fett spannend. Back in the game, remember my name. Ich bin Angel. Das ist meine Lounge. Heute auch mit Kamin. Heute mit der Ocean Kaif mit am Start. Zusammen mit dem Werkbund Medieval Pattern. Und einer Grani Smokebox. Zusammen mit dem Ocean Twisted. Edelstahl, Glas, Mundstück, sehr, sehr nice. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um diesen Geschmack hier. Limette Kaktusfeige. 200 Gramm bekommt ihr hier für 17,90 Euro. Zusammen mit einem Grund Virginia Tabak, der sehr gut angefeuchtet ist und einen leichten mittleren Schnitt hat, wie ihr vorhin wahrscheinlich in den Aufnahmen gesehen habt. Verpackung glänzend, auch an der Seite. Glänzende Elemente sind hier mit am Start. Ich mag das, wenn sich Hersteller Mühe geben beim Verpackungsdesign. Das Ganze heißt hier Crazy Kaktus. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Das Ganze sieht wolkentechnisch so aus. Das ist wirklich so dicht. Da kriege ich den einen oder anderen Anruf von Son Goku an. Er möchte bitte Jindo Jun wieder zurückhaben. Also wirklich, Rauchentwicklung wird oftmals im Internet als Mittel betitelt, aber wenn du den richtig baust, so wie ich jetzt, auf leichten Kontakt, weil der Nagrani hat keine Noppen, ich habe trotzdem mit ein bisschen Kontakt gebaut, dann ist das Ding ein saftiger Bums, okay? Ich habe den jetzt seit 2 Tagen auf dem Pack, total entspannt, der kann aber nicht so viel Hitze abhaben. Ich selbst habe jetzt 2 26er Kohlen drin, also ich würde da Overpack eher nicht so wirklich empfehlen, zumindest nicht in dem Medieval. Da bist du auch schon mal gut und gerne 40 Gramm Tabak los. Als zweites ist der sehr, sehr feucht. Was gut ist, weil ihr müsst ihn nicht anfeuchten. So wie keinen anderen Tabak N220. Und drittens, der Schnitt ist so ein Mittelding. Da sind ab und zu mal kleine Ästchen mit dabei. Aber das stört mich jetzt nicht, weil dadurch ist der Luftdurchzug im Kopfbau, im Tabak selbst oder generell, der ist so besser. Ich habe die beste Erfahrung gemacht auf ganz, ganz leichtem Kontakt. Ungefähr so, wie ich jetzt gebaut habe. Vielleicht sogar noch einen Ticken weniger. Dann sieht das Ganze so aus. Der Tabak soll schmecken nach Kaktus. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Kaktus-Feigengeschmack sein soll. Ich glaube eher weniger. Also schmeckt jetzt nicht wie der Holster-Eiskaktus nach diesem Eis, was es von Nestle gibt. Also wer das von euch noch konsumiert, wirklich größter Schmutz. Da war ja noch immer so eine leichte Erdbeernote mit am Start. Beim Tabak dann nicht, aber es hat ähnlich geschmeckt. Und ich finde, der Tabak-Eiskaktus hat mehr nach diesen kleinen Bonbons, die man bei der Tanke holen kann, dieses kleine Eis, hat danach mehr geschmeckt als nach diesen Eisstielen, was nach Kaktus schmecken soll.
meine persönliche Meinung. Der Eiskaktus, der ist ja jetzt nicht mehr so gut, weil da meines Erachtens nach zu viel Booster drin ist, um diese Kühle zu haben. Die haben wir hier nicht. Da ist gar keine Kühle mit am Start, aber eine spritzige, zitronige Limette. Zitruslimette, nicht Zitrone. Geschmackstechnisch als allererstes merkst du wirklich, wie dir der Kaktus um die Ohren gefetzt wird. Da gibt es kein Palaver. Das ist wie Fame for Pain, okay? Das ist wie Fame for Pain. Im Nachgang kommt so leicht die Limette durch, die ist aber wirklich sehr, sehr leicht. Kommt darauf an, wie ihr baut. Jetzt in so einem leichten Kontaktbau ist die Limette etwas schwächer als gewöhnlich bei anderen Limettentabaks. Ich muss aber sagen, für mich persönlich momentan der beste Eiskaktus oder der beste Kaktustabak auf dem Markt. Ach ja, ich habe hier noch das Shisha-Brettel-Laser-Untersetzer. Ich habe gerade den Faden verloren. Den gibt es auch leider nicht mehr. Ich glaube, mit Ion oder Ion, wie auch immer ihr das aussprecht, gibt es da jetzt eine Kooperation, weil mich viele fragen, woher kriegt man das Teil? Da bekommt ihr das. Da geht nochmal ein Kuss und Danke raus an Elvano, die mir den Kopf und den Kamin zur Verfügung gestellt haben. Danke dafür. Und im Großen und Ganzen würde ich dem Tabak hier eine 9,5 von 10 geben. Er ist eher süß, er ist fruchtig. Die Limette rundet das Ganze schön in eine Zitrusrichtung ab. Wirklich sehr, sehr, sehr krass. Sehr krass. Alles getestet. Adaya Eiskaktü hat mir nicht geschmeckt. Eiskaktus, alte Charge, babamäßig 10 von 10. Müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt ist das nur noch so eine 5 von 10. Also wenn ihr Booster haben wollt, dann klatscht euch einfach den Eiskaktus rein. Aber der hier ist wirklich was, das habe ich noch nicht probiert. Es gibt auch nichts zum Vergleich, was man damit gleichziehen kann. Da gibt es einfach keinen Vergleich. Der schmeckt einfach individuell und das brauchen wir gerade. Genau wie Almasiva damals ins Game gejoint ist, mal was Neues gebracht hat, ist der auch einzigartig, was ich extrem geil finde. Einziger Nachteil ist, es gibt noch kein Kilo davon, zumindest habe ich den noch nicht gefunden. Der wird sich natürlich in dem ein oder anderen Kilo noch gezogen, rein in die Mosse, aber gibt es halt momentan nicht. Ansonsten, Traube Minze von Amosa. Wollt ihr ein Video dazu sehen? Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like da. Am besten einen Kommentar mit 3 Wörtern. Ihr könnt auch einfach 1, 2, 3 reinschreiben, also als Wort. Dann zählt das für den Algorithmus. Dankeschön. Wenn ihr das Ding mal live in Action sehen wollt, auch wie ich meinen Kopf baue und so weiter und so fort, dann könnt ihr mir gerne auf YouTube hier auf diesem Channel folgen, ein kostenloses Abo dalassen, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Es kommen jede Woche mindestens 3 Videos auf diesem Channel und wenn ihr davon nicht genug kriegen könnt, dann auf angel.cloud.unterstrich, das ist mein Shisha-Insta-Account, da wird jeden Tag ein Reel rausgehauen oder nices Pick. Ich habe damit gerade auch ein kleines Shooting hingelegt, da wird das ein oder andere Pick noch heute online kommen. Es geht ja jetzt zum Ende des Jahres hinzu. Wollt ihr ein Video? Meine 5 Lieblingssorten? Wollen wir das machen? So ein Vlog-Stil? Ich habe diese Vlog-Reviews echt vermisst. Habt ihr sie vermisst? Bin jeden Tag live unter der Woche 18 Uhr ab 18 Uhr und am Wochenende immer ein bisschen früher, meistens so 16, 17 Uhr bis ca. 22, 23 Uhr. Falls ihr mal live mit mir quatschen wollt. Und es ist schon wieder eine Wespe hier reingekommen. Das kann es nicht sein. Oder sie hat es immer noch nicht geschafft rauszugehen. Oh man. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, wisst ihr, was ich meine.